Mein Name ist Brigitte Bürlen. Ich habe meine Mutter viele Jahre als pflegende Angehörige begleitet und zuletzt noch 20 Jahre durch eine Demenz. Nach ihrem Tod habe ich die Wir-Stiftung pflegende Angehörige gegründet, die den Zweck hat, uns Angehörige zu ermutigen und dabei zu unterstützen, selbst zu sagen, was wir brauchen. Leider kann ich jetzt beim aktuellen Randgruppenkrawall nicht dabei sein, was ich sehr bedauere. Ich bedanke mich aber als erstes bei Patricia Koller, dass sie mir die Möglichkeit gibt, einen Videobeitrag beizusteuern und auch dafür, dass sie diese Veranstaltung mit viel persönlichem Einsatz wieder möglich gemacht hat. Aktuell befasse ich mich mit der Situation bei der Beantragung von Hilfsmitteln und Therapien für Pflegebedürftige. Menschen mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf sowie ihre Angehörigen kämpfen bei der Beantragung von Hilfsmitteln und Therapien nicht selten einen Kampf gegen Windmühlen. Man fragt sich, ob es um Menschen oder nur um Dinge geht. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen soll die Versorgung mit Hilfsmitteln in erster Linie dem therapeutischen Bedarf und/oder einem Beeinträchtigungsausgleich dienen. Dabei wird oft über die Köpfe der Betroffenen hinweg gesprochen und gehandelt, genehmigt oder abgelehnt. Der Wille und die Erfahrung von Menschen mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf sowie ihrer sie tagtäglich zum Teil ja rund um die Uhr begleitenden und versorgenden Angehörigen spielen bei der Beantragung von Hilfsmitteln eine, naja, milde ausgedrückt, ziemlich untergeordnete Rolle. Warum eigentlich? Es fehlt ein ganzheitlicher Ansatz. Es geht vor allem darum, Kosten zu sparen und um Paragraphen. Es geht nicht um das Wohlbefinden der Antragsteller. Hilfsmittel sollten bedarfsorientiert für Zufriedenheit sorgen, Teilhabemöglichkeiten eröffnen und ja, förderliche Rahmenbedingungen schaffen. Sie sollten die vorhandenen individuellen Fähigkeiten an den Ressourcen orientiert steigern. Aber dazu fehlt ein ganzheitlicher Ansatz. Und ich frage mich, ob der überhaupt gewollt ist von den Kostenträgern. Oder spielen Faktoren wie Zufriedenheit und Wohlbefinden gar keine Rolle in unserem System? Ist das alles eigentlich politisch so gewollt? Aus der Sicht von Angehörigen sollten Beratungs- und Unterstützungsangebote als hilfreich und positiv und nicht als verwirrend und belastend erlebt werden können. Familien und Wohnsituationen sollten berücksichtigt und nötige Veränderungen unbürokratisch beantragt, installiert und zeitnah genutzt werden können. Auch Kriterien wie Gefallen und Nichtgefallen, Zurechtkommen mit den Angeboten und Nicht-Zurechtkommen, Passen und Nicht-Passen müssen maßgeblich einbezogen werden in Beurteilungen. Die Wirksamkeit von Hilfsmitteln und Unterstützungsmaßnahmen muss am tatsächlich erzielten Erfolg bei der Nutzung gemessen werden. Es muss auch darüber informiert werden, wo und gegenüber wem man Beschwerde einlegen kann. Warum müssen Menschen mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf und ihre Angehörigen kämpfen für Genehmigungen? Warum müssen nicht Kostenträger rechtsrelevante Beweise erbringen, weshalb sie Anträge ablehnen? Nicht selten wird Antragstellern von Seiten der Kostenträger Misstrauen entgegengebracht und ja, das Gefühl vermittelt, sie würden sich etwas erschleichen oder ergaunern wollen, das ihnen eigentlich ja gar nicht zusteht. Ich finde, am besten wäre ein persönliches Budget für Hilfsmittel. Das sollte die übliche finanzielle Grundleistung sein. Statt andauerndem Misstrauen sollte gegenseitiges Vertrauen den Umgang mit Behörden und Kostenträgern prägen. Der Kampf um die Gewährung von Hilfsmitteln muss aufhören. Und hinter das Muss mache ich jetzt 3 Ausrufezeichen. Alles, was für Menschen mit Beeinträchtigung und Pflegebedarf zur Verfügung gestellt wird, soll und muss deren Ressourcenförderung dienen und ihnen die Chance für ein weitgehend selbstbestimmtes und eigenständiges Leben eröffnen. Das ist es doch, was wir erreichen wollen, oder etwa nicht?